So Leute, hier ist was angekommen. Sega Saturn. Ja. Ganz neu aber, ne? Das ist von RetroByte. Ja, ich hab's mal angetestet, was es ist. Für... Ja, mit originalen Konsolen kompatibel. Wollte eigentlich die von USB nehmen, aber das ist auch in Ordnung. Ja, jetzt mal aufgemacht schon. So sehen, ob das auch funktioniert. Oh. Deine Hand ist ein bisschen blöd. Oh, jetzt sieht man mal eine Hand mehr. Tada! Da ist das Teil. Meine Güte. Meine Güte. So. Ich finde, das ist sehr gut gebaut. Auch die Knöpfe, ne? Ich finde, die sind sogar ein bisschen besser als die von Originalen. Aber das hört sich da anders an wie ein Rechner. Das habe ich auch bei anderen Videos gemerkt. Aber wie gesagt, kein USB, sondern Sega Saturn Anschluss. Ah, okay. Der Knopf an sich funktionieren sehr gut, würde ich sagen. Ist echt nicht schlecht. Kontrolle manch. Ja, ich wollte eigentlich USB-Stick haben wegen PC oder wegen, wie heißt es, Vista. Ich habe mal einen Vista bestellt auch. Aber ich habe gelesen, es ist schneller und besser, wenn ich per Adapter das hole. Also den originalen Original nehme, aber dafür den Adapter für USB zu Sega Saturn oder was auch immer, dann kann ich das auch so benutzen. Ja. Das heißt, ich bin sogar schneller, weil es direkt ins System einhergeht. Und zum Vergleich. Oh. Kein Sega Saturn, aber Sega Mega Drive hat er erstmal, ne? Hat er keinen Knöpfe oben, ne? Nur da. Ich wollte Sega Saturn holen. Oh, wo ist denn der? Na, wo ist denn der? Da ist er ja. Ja, ist schon sehr abgenutzt, würde ich echt sagen. Wenn ich das spiele, funktioniert es nicht immer richtig, aber das läuft echt wie Butter. Okay, die. Ja, der ist sehr abgenutzt, der da. Der auch, der es geht noch am besten, der in der Mitte. Ja, Bewegung habe ich gelesen, das nutze ich aber auch schnell ab. Aber ich werde es ja sehen. Ne, ist abgenutzt. Schau, wie die gehen. Achso, ja, es ist in der Tat was anderes. Ich habe gelesen und gehört. Ja, der ist abgenutzt, der geht nicht richtig, der da. Schau es euch an. Da, wieder im Vergleich. Die funktionieren anders. Die Klicker, die für originalen Sega Saturn ist, die ist was Einzigartiges. Wird überhaupt gar nicht mehr hergestellt, habe ich gehört. Sollte nicht mehr zu herstellen sein. Ja? Ja, Made in what? Kino, oder? Dann kann ich das selber lesen. Ja, Made in China. Scheiße. Und das? Ich wette Japan. Come on.
Oh, made in Japan. Kann ich das fixieren wenigstens? Ah, da habe ich es wirklich jetzt. Made in Japan, ne? Und hier noch einmal. Aber trotzdem, Qualität ist echt nicht schlecht. War halt nicht so teuer, 25 Euro oder was, ne? Aber fixieren ist da recht schwer. Ah, sieht man jetzt ein bisschen besser. Ah ja, das war's halt mit dem. Dann sage ich doch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen